Willkommen zurück bei Red Dead Redemption 2. Im letzten Part haben wir zum Schluss noch eine Dinosaurier-Verrückte gefunden. Getroffen. Eigentlich sollen wir ja ein bisschen Schulden eintreiben. Und genau das werden wir jetzt auch tun. Hier liegt ein weißes Pferd. Dazu müssen wir erstmal dahin kommen. Hui. Ist ja irgendwo hier oben, ne? Ja. Okay, oder ganz woanders her. Jetzt einfach hier rechts rüber gehen. Warte mal. Mal gucken, was wir hier haben. Der hat auch nochmal ein Fragezeichen. Lass mal hier stehen. Da kommt sogar hoch. Was bist du denn für einer? Okay, ich kann hier irgendwie nichts machen. Hallo? Jetzt? Ne, das Plündern, das will ich doch gar nicht. Ich will gar mit dem reden. Ich würde gern mit dem reden. Guck mal, was von der Seite geht. Ich komme nicht hin. Okay. Gut, dann vielleicht ein andermal. Dann vielleicht ein andermal. Wenn das im Moment scheint das nicht zu gehen. Was ist das? There we go. Mir war auch gerade irgendwas rot. Ach egal. Weiter. So. Mal gucken, wann wir da ankommen. Je nachdem, wie lange man gedrückt hält, ich bin. Achso, hier. So, you're still alive. Ja, schon wieder. Mr. Morgan. How are you? Indigestible, apparently. Aside from that, very well. How's the project going? Well, this is God's country, and I am his faithful servant, although perhaps not his most talented one. I have been trying to capture the grace of the wild horses here for weeks. Only the buggers can't stand me. Ah. That is a silver dapple pinto. I know. Beautiful. Won't come anywhere near me, of course. He can smell my stupidity. Well, how about I drive him over? That might help. Can you be bothered? I feel like such a blunderer. Sure. Wait here. At least this time I doubt I'll get eaten. Yep. Halte zu den Blutpferden.
Wir haben die von da hinten gesehen, ja, ich glaube auch. You want your likeness taken? Go then. Keep moving. Good Mustangs. Come on. Move it. Let's make y'all famous. Weiter. Come on, horses. Up, up. Now run. Yeah, yeah. Yeah, go on. That's it. I've got it. I've got it. Ja, perfekt. Na? You are a genius. No, but I can ride a horse. Well, in my world, that makes you a genius. You're too kind. So how are the photos coming along? Oh, amazing. Here. I have a print of the wolves before they try to eat us. Hm. It's for you. That's real fine. Well, thank you. Das sieht gut aus. Take care, Mr. Mason. You too, sir. You too. Okay, das war scheinbar doch nicht. Ja, mal gucken, habe ich die Pferde schnell genug hier hingetrieben oder war ich wieder zu langsam? Ach, gibt's hier gar nichts. Okay. Don't mind me. I may be at this for some time. Wir müssen auf jeden Fall jetzt erstmal unser Pferd sauber machen. Ist ja schon wieder ganz schön dreckig geworden. Wenn wir das Foto wohl mal im Lager aufhängen. Erstmal reichen. Was haben wir denn noch? Da müssen wir noch hin. Ich habe mich komplett vertan. Egal. Haben wir den auch noch mal getroffen? Auf geht's. Ich hatte den falschen markiert. Ja, passiert. Wir müssen alles wieder zurück. Das war doch mal eine nette Abwechslung, mal ohne, dass uns irgendein Tier fressen will. Naja, haben wir den auch noch mal getroffen. Die Gesundheit des Pferdes füllt sich langsamer auf, wenn er entsprechende Kern. Dann können wir auch nehmen. Ah ja. Füttern müssen wir das Tier auch mal wieder. Ja. Können wir ja gleich, wenn wir da sind, machen. Erstmal das Pferd füttern. Thank you.
Irgendwann passe ich bei den Schienen wahrscheinlich mal nicht auf und dann kommt genau dann ein Zug, wenn wir drüber reiten. Hey, Idiot. Bleib doch auf deiner Seite, Mann. Entweder war da die Brücke nicht geladen oder das Pferd ist einfach drüber gesprungen, was man nicht wirklich gesehen hat. You done good, girl. Hey there. Das war knapp. Halt dann stopp. Boah, hier lädt die Texturen laden ja hier überhaupt nicht. Ach, hier war gar keine Wand. Schaut euch das mal an. Bist hier drin? Der ist da drin. I ain't never gonna get the hang of this. Gwen Hughes. Stop picking out a box for yourself if you don't got that money you owe Leopold Strauss. I need more time. Doesn't everybody? That casket for you? Or you want another? Wait. I can get it for you. But, Yeah. Spuck's aus. Come with me to the churchyard. And stay close. Hm? All right. Oh, this ain't right. I'll get you your money, but, well, you'll see. What ain't right is borrowing money you can't pay back. I guess you're correct, but, this, yeah. It ain't exactly right, what we're doing. You ain't the first to put his hand in the collection box, and you won't be the last. Rest a little easier knowing church has been taking more than they need off poor folks since time began. Well, like I said, well, the morality of the matter is a little more confusing than that. Kompliziert? So immer kompliziert. Alle leihen sich Geld und kein... Okay, you head on in the church, I'll keep watch. Well, it ain't in there. It's under here. Digging up Mrs. Claypole. Jesus! Well, she got a bunch of jewels in there that she don't need. Oh, damn it. There's a bunch of people here. Oh, I got it. Look, you clear them off, and I'll wait right around here. But don't hurt nobody. We don't want no fuss.
Oh Mann. Don't be shy, ain't no one around. Just my auntie? Your auntie's. You two might want to find somewhere a little more private. We was fine until you got here, mister. Good day now. Get out of here, kids. Move! Come on. I knew we shouldn't have been here. You missed your chance, boy! Ma'am, would you mind clearing out of here for some maintenance work? Oh, gladly. It's about time this place got cleaned up. Ja, manchmal kommen auch mit Höflichkeit weiter. Also wir sollten dringend schlafen. All right. Now go watch the gate. I'll get to this, exhumation. Wieso habe ich so ein ganz mieses Gefühl? Wo ist der? Da kommt jemand. Die fangen wir doch direkt mal hier ab. Hello there, sir. Church grounds are closed. Okay. It's, good of you to be doing it out of hours, I guess. I'll come back in the morning. Kein Problem. Wo ist denn der Typ? For some excavation work. Would you mind? No, I ain't gonna mind you at all. You carry on with your business, we'll carry on with ours. This fella. Oof. Damn choir boy. Get the hell out of this churchyard. Are you boys gonna need yourselves a preacher? You hear this fella? I heard him all right. We're gonna lick you, bastard! I'm gonna beat you, boy! You gonna get it! Idiot. Shit. Hope this hole's dug. Wo ist denn der Typ jetzt? All right, well, here's your payment. Oh, forgive me, Mrs. Claypole. What you find? She had a brooch here. Looks like diamonds. Quick, take it before somebody sees us. Ja, es geht. Doch jetzt geht's. Well, this will do. Now get out of here, before someone sees you. Okay, ich führe noch die Zeit, ja. Ich würde mal sagen, wir werden zum Camp zurückreiten für heute. Dann können wir uns da mal ausruhen, damit wir wieder regenerieren können. Ja, ich weiß, es ist nicht alles am Arsch. Okay, die beiden Typen hier, ja, Pech gehabt. Deswegen werde ich die jetzt rückwärts plündern. Wir sind da fährt. Du, das krieg ich mal eben was zu futtern. Yeah, here you are, girl.
ich sie weg hier. Ja. Weiß ich doch. Ich habe ja auch vor, gleich schlafen zu gehen. Ja. Immer mit der Ruhe. Zum Camp zurückkommen. You think all the Samoan air is free for you? Was hast du denn? Not a smart move to travel alone in these parts, especially looking like you. Don't want any trouble. Just passing through. You look like you might need a few smacks to set you straight. Dein Ernst? You threatening me, you pissant? Stupid bastard's got a problem with authority. Let's make this quick. You up against real men now. Cough blood. We're gonna add you to the casualty list. What? You're done for. Mann! I guess I was told. Come on, girl. Yep. Meine Güte. Irgendwie ziehen da Ärger auch im Moment quasi magisch an. Ups, was war? Let's go, girl. Well, I guess I should get some sleep. Micah. Ja, was war das denn? Yeah, that's my girl. Won't take long. Okay. Wo ist unser... Hier. Lass mal schlafen. Schlafen. Bis Mittag. 9 Stunden. Erstmal gute Nacht. Nee, scheinbar kann man das Bild nicht damit dranhängen. Listen, Dutch, can I talk to you a minute?
What is it? I think you misunderstood me earlier. I ain't trying to... I'm having a baby. Hey, yeah, yeah, yeah. Oh, right here. Right now. The cheek on you, girl. Why? Because I don't take your bullying? If it's you, it's me. Das ist der Hund. Was läuft denn der Hund rum? Hey, Arthur. Ja, hi. Oh, hier habt ihr ein bisschen... Oh, hier wieder den Eimer. Immer wieder auffüllen. Hello, Arthur. Ja, auch hallo. Irgendwas scheint der Hund zu haben. Können wir gleich mal gucken. Vielleicht finden wir heraus, was da los ist. Dass der hier so langsam läuft, ey. Ja, hoppala. Mr. Morgan! Was ist der Hund? Jetzt noch? Ah. Dann bringen wir das mal eben darüber. You gotta find us some food or some money. So. Dann noch die zweite Ladung Heu für die Pferde. Bill said he'd do that. Fat chance. Oh, someone ought to rip that damn badge off your chest. Hey, Arthur, can I have a quick word? Ja, nächstes Mal. Du hast es beim letzten Mal auch schon gesagt. So. Okay, ich würde sagen, das soll es für heute gewesen sein. Ich glaube, wir haben alles erledigt. Nee, da ist noch was. Warte mal. Hier ist noch ein schwarzer Punkt. Dann machen wir das jetzt auch noch. Und da hinten ist auch noch ein schwarzer Punkt. Okay. Das kommt auch hier hin. Ah, Holz hacken. Dann hacken wir noch schnell das Holz. Und dann sollten wir alles erledigt haben.
That's it, cowpoke. Get it all out. Arschloch. Machst du es einfach selber. Glad to see somebody working around here. Ja, außer uns arbeitet hier keiner. Und den letzten. Okay. Gut, dann würde ich sagen, das war's für heute. Wir machen beim nächsten Mal weiter. Ich hoffe, ihr seid dabei. Und ich sage erstmal bis dahin und ciao.